Hamburg, Dienstleistungsmetropole, Industrie- und Handelszentrum. Viele Hamburger Unternehmen sind zu Partnern von Hamburg 1 geworden. Mit ihrer Hilfe können wir Business TV realisieren. Diese Hamburger Unternehmen nutzen Hamburg 1 zur Imagewerbung und zur Kommunikation mit den Bürgern unserer Stadt. Business TV heißt wirtschaftliche Unterstützung, inhaltliche Zusammenarbeit. Die Asklepios Kliniken Hamburg sind unser Partner. Gesundheitsmetropole Hamburg ist Business TV. Hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Gesundheitsmetropole Hamburg. In diesem Monat, im September, befassen wir uns ausführlich mit dem Themengebiet der Onkologie. Es geht bei uns also in den kommenden Wochen um das Thema Krebs. Wir möchten Sie aufklären über bestimmte Krebsarten. Zum anderen möchten wir Sie aber auch mit wichtigen Informationen versorgen, die nur die wenigsten von Ihnen kennen werden wahrscheinlich. Wussten Sie zum Beispiel, dass alle Betroffenen ein Anrecht auf 30 Behandlungseinheiten im Bereich der sogenannten alternativen Medizin haben? Da gibt es mehr Infos von uns an späterer Stelle. Oder kennen Sie zum Beispiel schon die Psycho-Onkologie? Diese Disziplin, die stellen wir Ihnen jetzt zu Anfang einmal vor. Die Nachricht, Krebs zu haben, trifft alle Patienten hart. Ihr ganzes Leben wird dadurch von einem auf den anderen Moment auf den Kopf gestellt. Psychotherapeutin Dr. Anne Piening-Lemberg hat schon viele Menschen in psychologische Obhut genommen. Sie weiß, worauf es in den Gesprächen mit Betroffenen ankommt. Jeder, der hört, ich habe Krebs, der hört erstmal, ich muss sterben, ja, und bekommt viel Angst. Und das ist erstmal nicht pathologisch, sondern ganz normal. Die Frage ist aber, möchte man vielleicht trotzdem Hilfe bekommen dabei? Und kann man diese Angst vielleicht auch besser in einem geschützten Rahmen besprechen als mit seinem Ehepartner oder seiner Familie? Intensive Gespräche mit den Krebspatienten sollen aufklären, beraten und als Stütze im Lebensalltag dienen. Dann interessiert mich natürlich als Psychotherapeutin auch immer, wie ist das Leben bisher sonst verlaufen, was gab es für Krisen, wie hat man die bewältigt und kann man irgendwie da auch an Ressourcen anknüpfen. Das ist schon was Wichtiges in der Psychotherapie mit onkologischen Patienten, dass man möglichst auch ganz viel auf die Stärken der Menschen guckt, diese nutzt und bestärkt und ihnen hilft, sozusagen durch diese schwere Zeit auch durchzukommen. Um ihre Patienten nicht nur während der Therapiesitzungen zu stärken, vermittelt Dr. Piening-Lemberg häufig auch autogene Trainingsmethoden. So soll gewährleistet werden, dass die Krebserkrankten lernen, auch im Alltag ihre Gedanken in eine positive Richtung zu lenken. Diagnose Krebs, was nun? Das ist heute unser Thema. Und damit ich das nicht alleine bestreiten muss, begrüße ich äußerst fachkundigen Besuch bei mir im Studio. Herzlich willkommen Dr. Axel Stang, Chefarzt der Onkologie in der Asklepios Klinik Barmbek. Und natürlich auch herzlich willkommen an Privatdozent Dr. Christian Meyer zum Büschenfelde. Sie sind leitender Oberarzt der Hämatologie und Onkologie in der Asklepios Klinik Altona. Schön, dass Sie beide da sind. Herr Dr. Meyer zum Büschenfelde, wir haben es eben schon gehört, die Diagnose Krebs, die gilt ja verbreitet, wahrscheinlich auch nachvollziehbar, weitestgehend als Todesurteil, für Betroffene unglaublich schwer zu verkraften. Wie können Sie als Fachmänner diese Diagnose so überbringen, dass der Patient trotzdem konstruktiv die Nachricht annehmen kann und es einfach auch nach vorne gehen kann? Wie Sie eben schon sagten, ganz wichtig ist in dieser Situation, dass es nach vorne geht, dass wir letztlich dem Patienten gleichzeitig ein therapeutisches Konzept mit auf den Weg geben, dass wir ihm sagen, wie geht es jetzt eigentlich weiter und nicht ihn mit der Diagnose Krebs jetzt alleine lassen. Und vielfach ist Krebs jetzt nicht gleich ein Todesurteil. Häufig hat man wirklich therapeutische Optionen, auf die wir vielleicht nachher noch eingehen, Operationen und so weiter, wie man Patienten sogar auch heilen kann. Herr Dr. Stang, wir haben die Psycho-Onkologie eben schon kennengelernt. Mögen Sie für uns, es ist ja in Ihrer Klinik sozusagen das Ganze angesiedelt, mögen Sie das für uns noch ein bisschen näher einordnen? Für wen ist die Psycho-Onkologie hilfreich? Wer kann und sollte sie in Anspruch nehmen? Also wir bieten die Psycho-Onkologie allen Patienten an und etwa ein Drittel nehmen Sie wahr. Das sind ja psychisch gesunde Menschen, die in einem Schockzustand sind durch diese Diagnose. Da stellen sich ganz viele Fragen, wie geht das weiter, was ist zu regeln, was ist die beste Therapie, sage ich es meinen Kindern, sage ich es, sind auch Angehörige ja mit betroffen. Und in diesem Gefühlschaos, was ganz nachvollziehbar ist, kann die Psycho-Onkologie eine wertvolle Hilfestellung sein. Allerdings ist auch wichtig, dass die mitbehandelnden Ärzte und Schwestern
auch unterstützend und beratend den Patienten eine Hilfestellung sind. Mögen Sie für uns einfach noch mal aufzählen, auf was für Behandlungsformen die Krebstherapie heute zurückgreifen kann? Ja, da gibt es mittlerweile einiges. Ganz entscheidend natürlich die Operation. Der Chirurg spielt bei vielen Tumorerkrankungen die entscheidende Rolle. Man kann viele Tumoren, gerade wenn sie klein sind, heilen mit der Operation. Das ist ganz entscheidend. Dann haben wir natürlich die Strahlentherapie, die systemische Therapie, also eine Chemotherapie. Auch hier muss man ganz klar sagen, werden viele Chemotherapien heutzutage wesentlich besser vertragen, als man das weitläufig glaubt. Nicht alle führen zu Haarausfall, auch das ist ganz klar zu sagen. Eine andere Sache sind die molekularen Therapien. Hier hat man in den letzten Jahren viele Fortschritte gemacht, dass man Tumoren besser charakterisieren kann, dass man gewisse Moleküle, die die Erkrankung treiben, letztlich erkennt und dass man die versucht auszuschalten mit modernen Medikamenten. Wer entscheidet denn eigentlich dann genau über die individuell bestmögliche Behandlung? Ja, das klang eben schon an. Es muss eine Zusammenarbeit geben, ein Zusammenspiel zwischen Chirurgen, Strahlentherapeuten, Onkologen, aber auch speziellen Fachgebieten wie zum Beispiel der Gynäkologie oder Urologie. Und heute werden wichtige Beschlüsse, wo es um Reihenfolgen von Therapien geht, erst operieren, dann Chemotherapie oder umgekehrt, die werden in Tumorkonferenzen beschlossen, wo alle Fachgebiete zusammenarbeiten. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass der individuelle Patient einen Arzt hat, der sozusagen den Hut auf hat in der Koordination dieser ganzen, dieses Zusammenspiels der unterschiedlichen Behandler. Und das sollte in der Regel der Onkologe sein. Meine Damen und Herren, jeder Betroffene geht natürlich mit seiner Krebserkrankung anders um und nicht jedem hilft genau die gleiche Therapie. Eine Form, die lange nicht jedem bekannt sein dürfte, aber die vielen Betroffenen enorm hilft und auf die übrigens jeder, egal ob privat oder gesetzlich versichert, Anspruch hat, das ist die integrative Medizin. Diese Disziplin hat einen Schwerpunkt in der Behandlung von Tumorerkrankungen und bietet Erkrankten einmal ganz andere zusätzliche Ansätze, mit der Erkrankung fertig zu werden. Keine Hexenkunst und kein Hokuspokus. Die sogenannte integrative Medizin arbeitet mit Naturheilkräften aus Pflanzen und Mineralien, aber auch mit psycho- und bewegungstherapeutischen Maßnahmen. Dabei werden die Behandlungen nicht anstelle von konventionellen Medikamenten eingesetzt, sondern zusätzlich angewandt. Die integrative Medizin versucht immer, neben dem körperlichen Aspekt auch den seelischen Aspekt und biografischen Aspekt des Menschen mit zu berücksichtigen. Denn er ist natürlich immer bei so einer schweren Erkrankung auch seelisch betroffen. Und das bedeutet, man muss eigentlich den Zusammenhang zwischen Seele und Körper sehen und beides behandeln. Und das berücksichtigt die integrative Medizin. Was ist mit Angst, was ist mit Depression, all diese Dinge, die ja auf den Krankheitsverlauf einen erheblichen Einfluss haben. Studien haben gezeigt, dass diese ergänzenden Therapien vor allem bei Krebs- und Autoimmunerkrankungen gute Ergebnisse erzielen. Musik- und Kunsttherapiesitzungen helfen den Patienten beim Bewältigen der Krankheit und entspannen den Körper und die Seele. Unterstützend kommen auch Medikamente zum Einsatz. Das sind eben Medikamente aus dem Pflanzenreich, aus dem Tierreich, aus dem Mineralreich. Und damit kann man eben, wie gesagt, recht gut harmonisierend und ausgleichend wirken und manche Nebenwirkungen gut ausgleichen. Dann gibt es die Elemente der äußeren Anwendung, das sind Wickel, Auflagen, Einreibungen. Viele der Anwendungen können von den Patienten selbst durchgeführt werden, sodass die belastenden Krankenhausbesuche auf ein Minimum reduziert werden. Die Patienten lernen, ihren Körper zu unterstützen und die Krankheit so bestmöglich zu überstehen. Herr Dr. Meyer zum Büschenfelde, die integrative Medizin haben wir eben kennengelernt. Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten über die normale, sage ich mal, Tumorbehandlung hinaus, die Sie vielleicht empfehlen würden? Also grundsätzlich muss man sagen, es gibt kein einheitliches Konzept, was man für jeden Patienten anwenden kann. Es gibt viele Bereiche, wo der Patient selber auch aktiv sein kann. Und hier ist ganz klar auch der Sport zu nennen. Bewegung tut dem Patienten gut. Wir haben große Studien gerade im Bereich des Brustkrebs oder auch bei Darmkrebs gemacht, wo man gesehen hat, wenn der Patient körperlich aktiv ist, fit ist, dann verträgt er Therapien besser und auch die Prognose von diesem Patienten ist deutlich besser, sodass man das auf jeden Fall empfehlen kann. Wir haben viel heute auch über die seelische Unterstützung schon gesprochen. Was ist Ihre Einschätzung, Herr Dr. Stang? Wie wichtig ist eine zusätzliche seelische Unterstützung für den Krebspatienten auf seinem Weg in Richtung hoffentlich Heilung?
Also die seelische Unterstützung ist sozusagen die Grundlage, auf der der Patient wandelt. Denn er hat ja körperlich häufig Einschränkungen, entweder durch die Erkrankung oder die Therapie. Das bedeutet auch, dass er das da alles durchhalten muss. Mhm. Und er ist außerdem damit beschäftigt, wie muss ich vielleicht mein Leben verändern und solchen Fragestellungen. Das sind ganz existenzielle Grundfragen, die sich dem Patienten dann stellen. Mhm. Und da ist eine psychische Unterstützung von allen, die an der Behandlung beteiligt sind, extrem wichtig. Das bedeutet, dass man ein gewisses Einfühlungsvermögen hat, einerseits, andererseits aber auch keine Überfürsorge betreibt. Denn man sollte zum Beispiel auch nicht über die Köpfe der Patienten hinweg entscheiden und deren eigene Vorstellungen mit in die Behandlungsplanung einbeziehen. Vielleicht sollten wir, meine Herren, noch ein paar Worte zum Thema Selbsthilfegruppen verlieren, denn davon gibt es ja zum Glück einige. Auch das ist eine Möglichkeit, dem Patienten viel weiterzuhelfen. Was ist Ihre Einschätzung? Wie sinnvoll sind Selbsthilfegruppen und wo bekommt man vielleicht auch konkrete Tipps, wo man sich hinwenden kann? Selbsthilfegruppen sind natürlich einfach ein Medium letztlich, wo man sich informieren kann, wo man mit Betroffenen sich austauschen kann. Wie hast du die Therapie vertragen? Da ist häufig hilfreich, dass man halt auch mit anderen, die die gleichen Medikamente bekommen haben, die gleichen Nebenwirkungen haben, dass man sich hier austauscht. Auch das macht, sage ich mal, die Erkrankung zu akzeptieren vielfach leichter. Es ist nicht für jeden etwas, das muss man auch ganz klar sagen, aber man kriegt häufig vielfach Tipps, sage ich mal. Gibt es neue Therapien eventuell? Auch da können Sie zum Beispiel hinweisen, wenn es neue Medikamente gibt, weil sich die Forschung ja auch weiterentwickelt. Und da sind Selbsthilfegruppen auch sehr, sehr hilfreich. Mögen Sie zum Schluss vielleicht noch einen kleinen Ausblick wagen in Richtung Zukunft? Können Sie uns berichten zum Beispiel von vielleicht neuen Therapieformen, die gewisse Hoffnungsschimmer in sich bergen, die die Krebsbehandlung allgemein noch etwas optimieren können? Ja, es gibt ganz klare Hoffnungsschimmer. Die sind im Moment allerdings eher angesiedelt im besseren Verständnis der Tumore und warum sie so bösartig sind. Es gibt zunehmend die Erkenntnis, dass die Tumore individuell von Mensch zu Mensch unterschiedlich zusammengesetzt sind, dass es trotz gleichem Etikett, wir sagen heute Brustkrebs, wir sagen Lungenkrebs, wir sagen Darmkrebs und so weiter, dass sich dahinter individuell unterschiedliche Tumore verstecken sozusagen und die Erkenntnis und die bessere Unterscheidbarkeit dieser individuellen Tumormarker im Tumorgewebe selbst, die führt jetzt auch schon praktisch zunehmend zu einer individuelleren Tumortherapie. Und darin sehe ich persönlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren das größte Entwicklungspotenzial. Gerade die molekulare Therapie hat sich ja in den letzten 10 Jahren erst entwickelt, muss man sagen. Ist von daher eigentlich ein junges Fach und hat schon sehr, sehr große Erfolge erzielt. Ja. Also Sie sind auf dem richtigen Weg und da werden wir auch in den kommenden Ausgaben individuell bei verschiedenen Therapien noch mal drüber berichten. Vielen Dank, Herr Dr. Meyer zum Büschenfelde und Herr Dr. Stang, dass Sie meine Gäste waren heute. Dankeschön. Danke. Und damit geht unsere Sendung zu Ende. Vielen Dank natürlich auch für Ihr Interesse, liebe Zuschauer. Wenn Sie noch mehr wissen möchten zum Thema Diagnosekrebs, was nun, dann wenden Sie sich sehr gerne an die jetzt dunkelgrün markierten Asklepios-Kliniken oder rufen Sie ganz bequem unser Infotelefon an. Die Nummer ist wie immer ebenfalls jetzt im Bild angezeigt. In der kommenden Woche geht es hier übrigens um das Pankreaskarzinom, also um Bauchspeicheldrüsenkrebs. Eine zum Glück eher seltene, aber dafür auch sehr gefährliche Krebsart, über die wir Sie deshalb genau informieren werden. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön für Ihr Interesse und tschüss.